Im letzten Part sind wir von zu Hause aufgebrochen in eine Höhle. Und es ist arschlaut hier. Warte, ich muss ganz kurz leiser machen. So. Ja. Gut. Es wird schon langsam wieder Tag. Da, ein Truthahn. Koppel, koppel. Uah, was will er denn hier? Hey, Truthahn, zeig dich mal. Was ist das? Ach, den Waschbär auch noch. Aber der Truthahn ist ja schon... Ja. Nur für Thumbnail. Falls ich nichts Besseres finde, dann habt ihr jetzt einen Truthahn auf dem Thumbnail. Gut. Ein Hase. Ich wollte ein wenig weiter hier durch die Welt gucken. Wie kann ich denn... Das war mit X, konnte ich die groß machen, ne? Ja. Vorrang, da geht's in Richtung nach Hause wahrscheinlich. Ah, Loser. Müsstest auch schon mal treffen, ne? Dafür. So, gehen wir mal in Richtung nicht nach Hause. Da ist noch ein Hirsch. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist... Im nächsten Part hatte ich mir vorgenommen, gehen wir hin und bauen mal dieses kleine Dorf, damit wir uns so eine leichte Streitmacht mal aufbauen können. Da werde ich mir dann endgültig mal dieses Video komplett ansehen oder generell dieses Tutorial dazu mal angucken. Und dann geht es im nächsten Part ab mit eigener Streitmacht, hoffe ich, oder beziehungsweise eigene Stadt, eigenes Dorf. Jetzt aber noch nicht, jetzt möchte ich ein wenig weiter die Umgebung erkunden. Zum Beispiel wissen, was da hinten ist. Ach, wieder so ein Ding hier. Ja. Haben wir hier irgendwas? Goldene Pferderüstung, rotes Mini-Herz. Teil von einfachen Herzkanistern. Nehmen wir mal mit. Name-Tag nehmen wir mal mit. Shiny-Dings nehmen wir auch mal mit. So, viel mehr brauchen wir an sich hieraus auch gar nicht. Nur das hier trotzdem nochmal mit. Ein bisschen Redstone. Können wir Sattel stacken? Ne, können wir nicht. Dann lassen wir die auch mal hier. Ja, gut. Och Gott, hat mich der Hase gerade erschrocken. Hatte ich ein bisschen Pipi in der Hose. Jetzt kommen wir wieder in ein neues Biom. Das ist hervorragend. Gut, ja, in Minecraft machen wir demnächst ein eigenes Dorf und... Ups. Für alle, die es noch nicht... Boah, was? Zur Hölle! Warum werde ich denn von einer Giraffe attackiert? Ja, what the fuck, Alter? Ist Termina der Todespunkt? Nee. Entschuldigung. Da hinten ist der Todespunkt. Ja, what the fuck, Alter? Also, Entschuldigung. Damit habe ich ja in 100 Jahren nicht gerechnet, dass ich von einer Giraffe zerberstet werde einfach. Also mit allem habe ich gerechnet, aber nicht davon, dass ich von einer Giraffe auseinandergefickt werde. Mit dem Bären ging ja noch, ne? Das habe ich ja noch irgendwo verstanden. Aber eine Giraffe? Nee, shit. Wo ist denn unser Todespunkt? Wir sind ja hier hinten irgendwo lang gelatscht. Da hinten am Friedhof war nicht vorbei. Ja, nice. Jetzt kann ich schon nicht mal mehr rennen. Ist das geil. Ja, aber hallo. Von diesen Giraffen muss ich mich eindeutig fernhalten, ey. Warum kann ich denn eigentlich schon nicht mehr rennen? Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich lang gelatscht bin. Scheiße, meine ganzen Items. What the fuck? Wo bin ich denn lang gelatscht? Ah ja, da, durch diese Blumenbiom. Das weiß ich. Warum kann ich denn auch nicht mehr rennen? So, ich bin noch gerade mal 100 Meter gelatscht.
Ach du lieber Himmel. Nee, was ich eigentlich sagen wollte. Demnächst geht es hier ordentlich steil in Minecraft Medieval Times mit einem eigenen Dorf etc. Aber es gibt auf meinem Kanal jetzt schon ein neues Projekt, das ihr euch ansehen könnt. Und zwar der Traum vom eigenen Pferd kommt mit in den Stall 2. Ja? Da könnt ihr hier oben auf das Ausrufezeichen klicken und das erste Video da oben drin, das ist ja ein Video dazu. Oder halt der erste Part dazu. Insgesamt gibt es 2 Parts. Ich habe alle Parts bereits encodiert. Und der wird in den nächsten Tagen auch direkt freigeschaltet werden, der Part. Und dann kommt erstmal nur noch Minecraft und Enderal abwechselnd, bis ich mir ein neues Projekt rausgesucht habe. Das kann etwas dauern, kann vielleicht auch direkt sein, ich weiß es noch nicht. Weil bis dahin habe ich ja noch eine ganze Zeit. Oder ist es ja noch etwas? Weil ich habe ja jetzt, heute ist Samstag, als ich das aufnehme. Und Sonntag kam der erste, oder wird für mich kommen. Also der erste kommt in den Stallpart. So, und dann habe ich halt für Dienstag direkt schon das Enderal-Video. Das Minecraft-Video hier seht ihr ja am Donnerstag. Und dann ist jetzt Samstag der letzte Part von kommen wir in den Stall 2. Vielleicht habe ich bis dahin schon ein neues Projekt gefunden. Man weiß es nicht. Zumindest ich weiß es nicht. Ihr wisst es vielleicht schon. Weil ich vielleicht in irgendeinem anderen Video das schon gesagt haben werde, was ich da bis dahin vielleicht noch haben werde. Weiß ich aber auch nicht, ob ich das noch tun werde oder überhaupt ein anderes Video hochladen werde. So, du Kackgiraffe. Meine Güte, hey, da hat sie mich einfach kaputt gehauen, hier die Giraffe. Also wenn ich mit allem gerechnet hätte, aber nicht damit, dass mich eine Giraffe kaputt haut einfach. So, 54 Äpfel habe ich ja noch. Wo ist das Mistviech? Jetzt bringe ich das um. Da steht das. Habe ich hier noch irgendwo Items von mir rumliegen? Sieht nicht so aus, aber ich habe einen Bogen mit 2 Pfeilen, wahrscheinlich von dem Skelett vorhin. So, du Kackgiraffe, komm her, jetzt mach ich dich alle. Blödet Mistviech. Oder dann droppst du nicht mal was. Ja, danke schön. Nun gut. So. Ein bisschen abgelenkt war ich. Ich wollte mir eigentlich die Gegend hier ansehen, weil, das gute Minecraft doch ein wenig farbenfroher und bunter ist als das, Original Minecraft. Original. Mhm. Und deswegen wollte ich mich hier ein wenig in der Welt umgucken. Und wie gesagt, ab dem nächsten Part wird dann wieder ordentlich gebaut. Mich würde es auch übelst freuen, wenn ihr Kommentare unter dem neuen Projekt da lasst, wie euch das gefallen hat. Einfach mal reingucken. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr ja wieder abschalten. Wenn nicht, dann ja, wartet auf den zweiten Part. Also wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr ja auf den zweiten Part warten, der am Ende der Woche dann veröffentlicht wird. Ja, Feedback hinterherlassen, wie euch das gefallen hat, dieser Style, und ob ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Vielleicht auch sogar von dieser Art von Spiel. Na, da habe ich noch 1, 2 hier rumfliegen. Leider nicht den ersten Teil von Komm mit in den Stall, sonst hätte ich den natürlich vorgezogen und dann den zweiten Teil irgendwann einmal noch hinterher gehauen. Aber, der erste Teil, beziehungsweise der zweite Teil ist auch in Ordnung. Den ersten Teil habe ich im ersten Part quasi zusammengefasst in einem Satz oder so. Der war nicht so komplex, der erste Teil. Der zweite eigentlich auch nicht. Sagt die Tatsache, dass ich das in 2 Parts durchgespielt habe. Beziehungsweise es waren mehr als 2 Parts, wenn man den Zeitaufwand berechnet. Aber ich habe das halt lustig zusammengecuttet. Insgesamt waren es, glaube ich, 3 Stunden oder nee, eher 4. So, aber ich habe halt ein bisschen geschniebelt, habe ich. Kennt mich ja, kann das ja nicht lassen mit dem Schneiden. Außer bei Mine vs. Wild und Enderal. Obwohl, Enderal schneide ich auch. Mine vs. Wild ist tatsächlich das mein Uncut-mäßigstes Format. Und dann wollte ich auch noch wissen, was ist das denn? Aha.
Werde ich jetzt hier schon von Bäumen angegriffen? Oh, what the fuck? Ja, aha. Aha, lustig. Sehe ich ein. Aha. Oh, fuck. Kommt der hier runter? Ha, easy. Ne? Boah. Oh, scheiße, nein, der kann den Baum kaputt hauen. Oh, nee. Nein. Oh, danke. Ah, oh, die. Da, fuck. Oh. Sorry, ich will nicht schon. Obwohl, warte. Oh, nein! Verpiss dich, du dummes Kackviech, Alter. Oh. Oh, lass mich in Ruhe, Alter. Ich hab keine Lust auf euch. Was ist denn das? Hat er irgendwas getroffen, der Typ? Also, wir brauchen definitiv Rüstung. Dann würde ich sagen, gehen wir in diesem Part. Im nächsten Part oder in diesem Part. In diesem Part müssen wir erstmal lebend nach Hause kommen wieder. Ich sollte mich nicht so weit von meiner Hütte entfernen. Gehen wir. Oh, du dummes Kackvieh! Von wo denn? Alter, lass mich doch jetzt mal hier in Ruhe! Alter, what the fuck, hey? Von wo kommen die denn die ganze Zeit? Jetzt aber schnell hier weg. Ich will nach Hause, Alter. Ich brauche unbedingt eine Rüstung. Das wollte ich eigentlich sagen, aber ich werde hier die ganze Zeit angegriffen. Ach du lieber Himmel. Ich dachte, das wäre so ein friedlicher, entspannter Mod, wo ich halt nicht so viel auf die Schnauze kriege. Ja, denkst du? Warum muss ich die ganze Zeit Äpfel fressen, Mann? Alter. Oh, meine Nerven, ey. Da ist noch ein Krokodil. Aha, nice. Also ich laufe einfach weiter nach Hause. Oh, shit. War vielleicht nicht so die beste Idee, die ich hatte, da einfach runter zu hüpfen. Und warum hat der Regen auf einmal aufgehört? Da ist er wieder. Ja, natürlich greift mich das Krokodil instant an. Aha. So. Ich will nach Hause. Oh nein, ich darf nie wieder so weit von zu Hause weggehen. Ich muss ständig diese scheiß Äpfel nachfressen. Was ist denn das? Oh nee. Ja, nice. Scheiß Spinne. Lass mich nach Hause gehen. Nein, Hilfe, lasst mich. Nee, oh Mann, ich will immer Steuerung drücken. Weil das im neuen Minecraft so ist, dass man mit Steuerung rennen kann. Wesentlich anders. Ist da auch noch eine Hexe. Und hier ist noch ein Dorf. Hier ist ein Dorf. Hier kann ich mich verstecken. Hier ist ein Dorf. Oh nee. Warum habt ihr denn Wasser hier in eurem Dorf, ihr dummen Scheiß-Villager? Die dummen Wohn-Villager, Alter. Killt mich Gift bitte nicht. Warum? Andi. Denn scheiß Wasser in ihrem Kackdorf hier, Alter. Was ist denn das los? Was ist denn hier los, Alter? Meine Fresse, ey. Wie konnte ich denn nochmal? Ja, so konnte ich sortieren, aber ich wollte. Rotes.
Okay. Was kann ich daraus bauen? In ein Herzkanister. Ein so ein Ding brauche ich. Den muss ich wo finden. Den verzierten Apfel muss ich wo auch finden, oder? Ja. Okay, nee, den kann ich bauen hier. Verzierten Apfel. Ah, okay, gut. Brauche ich 4 Diamanten für. Und das Ding kann ich nur finden. Gut. Alter, meine Fresse, ist das ein. Ist das ein heftiger Part? Gut, dann würde ich sagen, positive Wertung und Kommentar nicht vergessen. Sorry, dass das ein bisschen aufgelöst war, der Part, aber wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!